Das nachfolgende Video ist ein Vlog aus meinem Alltag. Wie sich mein Tag entwickelt, weiß ich zu Beginn des Tages selber nicht. Es könnte etwas Spannendes passieren, muss aber nicht. Es ist einfach Alltag. Wow, was gibt es Besseres, um den Tag zu starten? Und naja, ihr seht es, da draußen wird es schon dunkel. Das heißt, ich habe meinen Tag ganz entspannt gestartet. Jetzt haben wir es gleich 16:45. Gleich hat Angie Feierabend. Und ich habe ihr gesagt, dass ich sie heute abhole. Und das werde ich jetzt machen. Ich mache mich auf den Weg, Angie zu holen. Juhu, auf geht's. Wir sind angekommen bei Angie. Es war sehr lustig. Ich habe Angie abgeholt und sie setzt sich ins Auto. Und ich denke mir so, sollte ich sie nicht abholen, weil sie irgendwas Schweres, Großes, Sperriges mitnehmen wollte? Sie ist dann nochmal hochgeflitzt und hat es geholt. Und jetzt zeigt sie es mir direkt, ihre Küchenmaschine. Wir hatten ja schon, ich weiß gar nicht, wo wir davon gesprochen haben. Oh, hoppala. Im Stream oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das ist vom Stellen, ne? Auch sehen kann. So, jetzt schau dir die mal an. Kruspel, kruspel. So, gucken wir mal. Ich bin sehr happy. Ich hoffe, es funktioniert auch alles echt gut. Am Wochenende wird gebacken damit. Aber ich finde, sie steht sehr schön da. Also als ich sie so ausgepackt habe in der Praxis, dachte ich so, bäm. Also stehen, schockverliebt. Stehen kann sie mal schon mal sehr schön. Stehen gut. Kann sie schön und sie glänzt auch so schön. Na, ich bin gespannt. Es ist keine KitchenAid, okay, aber es ist eine Klarsteiner, ein deutsches Produkt. Na gut, sie kostet auch nur ein Fünftel davon. Nur ein Fünftel. Ich hatte ja noch nie eine Küchenmaschine, deshalb ist das jetzt ein ganz klares Einsteigermodell mit 1200 Watt. Aber wir schauen mal, was die kleine Lady da so alles kann. Am Wochenende. Genau. Vielleicht machen wir ein Video drüber. Mal sehen. Das könnte durchaus sein. Meinst du? Ja, Backen kommt doch eigentlich bei euch auch immer gut an. Da könnt ihr mal ein bisschen gucken. Backen. Die ganzen Technik-Freaks, die freuen sich über ein Backvideo. Jo! Oder? Ja, Essen ist bei uns Programm, ne? Oh, es steigt eine Katze über mich. Ja, irgendwie, wenn ich zu Angie komme, gibt es dann immer Essen. Und das ist natürlich immer sehr zeigenswert, finde ich. Sie ist ja definitiv die engagiertere Köchin von uns beiden. Würde ich mal behaupten. Ist das so? Definitiv. Ja, wir haben noch Zeit. Ich schätze mal, dass wir uns jetzt eine Folge anschauen. Hill House, wir kommen! Ich habe nicht viel Zeit, wir müssen nämlich jetzt noch eine Folge gucken. Das ist mega. Aber die Folge, die wir gerade geguckt haben, die war... Also ich fand sie beeindruckend, sagen wir es mal so. Das waren ganz, ganz lange Takes, die da gemacht haben. Teilweise mit Kinderdarstellern, was sowieso schon mal Hut ab. Aber auch sonst unheimlich lange Takes.
was irgendwie so eine, ja, so ein Vibe aufgebaut hat. Mega. Sehr, sehr coole Folge. Und ja, so ein paar versteckte Cuts sind natürlich dann drin. Und das Schöne ist, ich habe ziemlich viele entdeckt. Ja, aber mega. Jetzt noch schnell eine Folge und dann muss ich ganz, ganz schnell zur Arbeit. Los! Ja, so, auf geht's in die Nachtschicht und oh, ich war jetzt echt so begeistert von der vorletzten Folge. Also die letzte Folge hat es auch nochmal in sich gehabt, weil sie spannend war. Wobei es ist noch nicht die letzte Folge gewesen, sondern nur die letzte Folge, die wir gesehen haben. Aber echt mega Serie und ja, das ist so eine Serie, ich fieber mit der Story mit und gleichzeitig aber hänge ich quasi dran und guck mir an, wie das gemacht ist. Es ist mega. Naja, ich werde jetzt arbeiten. Ich beende den Vlog aber noch nicht, weil ich habe mir neulich schon mal überlegt, eigentlich endet mein Tag ja, wenn ich zu Hause bin und dann ins Bett gehe. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen früh, wenn es heißt Feierabend, ab nach Hause. Yo, morgens 20 nach 6. War wieder viel zu lange. Naja gut, ab nach Hause und dann machen wir den Vlog dicht. Wow, zu Hause angekommen. Oh, ich weiß nicht, jemand, der keine Nachtschicht hat, der kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, wie das ist, wenn man quasi nachts arbeitet und dann morgens nochmal über eine halbe Stunde nach Hause fahren muss. Es ist echt nicht schön, aber ja, es ist auch irgendwie immer ganz seltsam, weil innerhalb dieser halben Stunde, ich baue immer dermaßen ab. Also ich komme aus der Firma raus und denke mir so, yo, geschafft. Super. So, und dann sitzt man eine halbe Stunde allein im Auto und bis ich hier ankomme, denke ich immer nur so, oh, wo ist mein Bett? Wo ist mein Bett? Ich weiß, wo mein Bett ist. Mein Bett ist da oben. Da werde ich jetzt hingehen. Wir sehen uns eigentlich schon später wieder. Allerdings müsst ihr natürlich einen Tag warten, bis ihr den nächsten Vlog von mir bekommt. Sprich, morgen 18 Uhr. Bis denn. Ciao!